Hallo. Ja, und zwar hier zum nächsten Loot Chest Unboxing. Die ist heute gekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich mache sie jetzt frisch hier auf mit dem Messerchen. Und ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt drin ist. Es ist übrigens die November Box, nur dass ich es nochmal gesagt habe. Und ja. Gügemarmorin hier, nicht wahr? So. Oh, das lässt schon mal was Gutes verläuten. Hier ist wieder das Schöne. So, ich muss mal am Licht gucken. Mal näher dran. Geht's besser? Wo bin ich? Das Heftchen für November. Und es ist ein Claptrap drauf von Borderlands. Da bin ich ja auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich überlege gerade. Ich guck mal noch nicht rein. Erst wenn ich was wissen will, gucke ich rein, was zum Beispiel die einzelnen Sachen gekostet haben. Sondern wir fangen mal mit dem an, was direkt oben drinnen liegt. Und zwar ein schöner Fallout 4 Schlüsselanhänger. Ist ja eigentlich ganz cool. Mal gucken, dass man den hier. Ah, das Plastik reflektiert leider zu doll. Deswegen sieht man nicht richtig. So, der hat Dynamit in der Hand. Nicht schlecht. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich mir den einen Schlüssel mache, weil der ist ein bisschen groß, aber coole Sache auf jeden Fall. Das haben wir jetzt schon mal als erste. Dann haben wir einen Bleistift. Einen Marvel-Bleistift mit Iron Man, Spider-Man, Thor, Hulk und dem Silver Surfer drauf. Das kann man auf jeden Fall nicht erkennen, wette ich. Oh doch, warte, jetzt haben wir hier Autofokus. Komm. Mach deinen Job. Mach schon. Mach deinen Job. Hallo. Der will nicht. Man hat es kurz, man kann es ungefähr erkennen, was drauf ist. Egal. Okay, auf jeden Fall ein Marvel-Bleistift. Alles klar. Oh, da ist eine CD drin. What? Das ist ja krass. Big Twice. Push Start. Heißt es. Ich habe keine Ahnung, jetzt spiegelt sich mein Monitor noch drin. So, jetzt geht's einigermaßen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mega Man, oh, das scheint Spielmusik zu sein. Street Fighter 2, Castlevania, Super Mario Bros., Mega Man, Tetris und noch ein paar andere Sachen. Ich kann ja auch nochmal hier gucken. So, ich will immer in die andere Richtung. Jetzt erkennt man ein bisschen, was da so drauf ist. Ja. Da muss ich natürlich dann mal reinhören. Nee. Tja, ich habe eben erst begriffen, was da noch drin ist. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ein Ecto 1. So sieht man ein bisschen. Das ist ja geil. Was ist das denn? Oder was ist es denn? Vinyl, ich krieg's gerade nicht hin, Figur. Das ist ja fett. Das ist ja geil. Also wer meinen Channel verfolgt, ich habe ja auch das Ghostbusters-Spiel Let's Played. Können wir mal reinschauen. Da finde ich das natürlich geil. Who you gonna collect? Sau stark. Dann ist ja eigentlich mal den packe ich jetzt aus. Ist mir jetzt, oder packe ich den jetzt aus? Ich würde den ja schon mal gerne. Richtig, ich mir mal angucken, so aus dem, ach Scheiß auf Packung und Sammlerwert und so ein Geschiss. Ich will das in der Hand haben, nicht nur in der Packung im Regal stehen. Das muss man sich auch mal angucken können. So, komm mal raus da. Vielleicht komm mal, oh, ist er umgefallen. Boah, der müffelt aber nach. Boah, Plastik. Da ist er. Der Ecto 1. Sau stark. Einfach so als Figur zum Hinstellen. Ich find's witzig. Schon cool. Und ich hab jetzt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Kann man da. Nee, der gehört da einfach irgendwie drin. Okay. Egal. Gucke ich mir nachher nochmal genauer an. Ich will jetzt hier nicht ewig rummachen. Jetzt sind hier. Was ist das? Ach Gott, Warheads als kleines Extra. Da ist übrigens Findus. Hallo Findus. Kaum geht ein Karton auf, muss der Kater wieder dabei sein.
Das sind so komische Lutschbonbons aus den Staaten. Warheads, Extreme Sour. Aber so sauer waren die gar nicht. Ich habe die schon mal probiert. Und jetzt habe ich nämlich gesehen, warum der Claptrap. Da ist ja noch was. What? Okay, wir fangen erstmal damit an. Da ist ein Buch drin. Was geht denn heute ab, ey? Der Guide durch die Star Trek Romanwelten. Herausgegeben von Julian Wengler. Maximum Warp. Von Nemesis zu Typhon Pact. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Komplettes Buch. Ist nur ein bisschen blöd, dass ich kein Trekkie bin. Also ich habe da gar keine Ahnung von. Wenn ich ehrlich bin. Ja, krass. Einfach mal hier so ein komplettes Buch über irgendwie Star Trek. Okay, denn ich lese die Rückseite jetzt mal nicht vor, ist ein bisschen viel. Denn ich will jetzt eigentlich zu dem kommen, warum da ein Claptrap dabei ist. Weil ein geiles Claptrap-T-Shirt dabei ist. Das finde ich mal richtig cool. Aber der ist auch irgendwie so. Das ist ein Claptrap in Fallout-Optik irgendwie. So. Oder bin ich jetzt blöd? Das ist auch ein Claptrap. Ja, das ist ein Claptrap. Klar wäre ich da. Was steht hier? Welcome Vault Hunter. Wahnsinn. Find ich cool. Also ich mag auf jeden Fall Borderlands. Habe ich sehr viel gespielt, also den ersten Teil. Ach genau, und hier das habe ich eben ganz vergessen, habe ich mir den Süßigkeiten rausgeholt. Ist natürlich zum Marvel Bleistift ein Marvel Spitzer dabei. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Vor allem da der einen Auffangbehälter hat, wo nicht wirklich viel reingeht, aber egal. So, jetzt wollen wir natürlich mal gucken, was die ganzen Sachen überhaupt für einen Wert haben. Da gucken wir mal hier in das schöne Heftchen drin. So, da haben wir den Ghostbuster Ecto. Ecto 1, hier steht da, halte ich ihn nochmal rein. Der ist alleine schon 17,95 wert. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. So, das schöne T-Shirt. Das wollen ja auch alle immer Preise und sowas wissen hier. Mit dem Claptrap. Genau, Borderlands und Fallout. Eine Kombination, die fast schon zu gut, um wahr zu sein ist. Ein echter Vault Hunter kann sich nichts Schöneres vorstellen, als einen kompletten Dungeon zu looten. Looten und leveln, was will man mehr? 14,95 für das gute Stück. So, dann haben wir Fallout Keychain. Da gibt's vier verschiedene. Wir haben hier den mit dem Dynamit. Dann gibt es noch einen, der boxen will. Einer, der auf einer Rakete reitet, auf einer Bombe reitet. Und dann natürlich die klassische Position. 5,95. Das Star Trek Buch. Da gab es auch noch. Die klingonische Kunst des Krieges gab es auch noch. 12,95. Pencil Sharpener 1,99. Warheads, Sour Candy, ja, das ist ja geschenkt quasi. So, und ja, genau, ich habe ja jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesagt habe, aber ich hatte ja im letzten Video, hatte ich ja eine ganz normale Loot Chest. Und dann habe ich mir aber überlegt, ich hätte eigentlich gerne die Loot Chest Plus. Und das hat super funktioniert mit dem Support von Loot Chest. Die haben mir das umgestellt, dass ich jetzt ein Plus-Abo habe. Und der Plus-Artikel war die CD von Big Twice Push Start Retro-CD. Und man zahlt für den Plusartikel, muss man mal sagen, 5 Euro, glaube ich, mehr, also dann 25 € im Monat. Und die hier kostet wohl 12,95 also auf dem Markt. Das ist schon nicht schlecht, wa? Und da haben wir jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mal so grob überschlage, 18, 15. Ach ja, da haben wir. Uiui, die war aber diesmal echt. Im Einzelnen wäre die echt teuer gewesen. Ja. So. Damit haben wir alles durch. Nicht schlecht, muss ich sagen. Also den Ecto finde ich richtig cool.
Den wird der Benny, den man ja von Raw und Unverblümt auch kennt, wird den auch schwer feiern. Der ist auch Ghostbuster-Fan. Das T-Shirt finde ich natürlich wieder saugeil. Mit dem Buch kann ich jetzt nicht so viel anfangen, weil ich überhaupt kein Trekkie bin. Und ja, die CD mal reinhören. Bleistift, Spitze ist immer gut. Und der Schlüsselanhänger. Mal gucken, wo ich den das Fallout-Bübchen dann mal hin tue. So, damit verabschiede ich mich von der Loot Chest November. Und ja, schaut mal rein auf dem Channel. Gibt es noch ein paar andere Sachen, die ihr euch angucken könnt. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Unboxing von der Lootbox im Dezember. Ja, bis denne. Tschö, tschö.